Ja, liebe Freunde, vor 8 Jahren habe ich eine Bremerhaven-Lehr-Reportage gemacht und ja, das Ding hat tatsächlich 20.000 Aufrufe bekommen, ohne dass es irgendwie groß gepostet wurde oder ähnliches. Von daher dachte ich mir, gehen wir heute einfach mal nochmal durch Lehr denselben Weg oder ähnlichen Weg, ein bisschen mehr und schauen mal, was sich so getan hat oder auch nicht. Wir werden es sehen. Ja, hier sind wir jetzt Eingang Goethestraße und stehen hier direkt vor Kuddels Musikkneipe. Das war damals mal die Rudelsburg. Mittlerweile, ja, Kuddels Musikkneipe. Seit 5 Jahren ungefähr ist er hier drin. Also Bands, die mal hier nach Bremerhaven kommen möchten und hier spielen möchten, das ist eine gute Adresse hier. Ist sicherlich auch im Internet zu finden. Wir gehen einfach mal um die Ecke. Ja, das Gebäude direkt hier vorne, das ist ein altes Bundeswehrgebäude. Da wurden im Zuge des Syrienkrieges dann die Flüchtlinge untergebracht. Also, ja, im Moment ein Flüchtlingsheim. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, gab es da keinen Stress, so wie in anderen Städten oder so. Bremerhaven ist da dann doch schon tatsächlich bunt. Eine gute Sache. Hier kommt man dann, wenn man die Straße lang geht, zur Pestalozzi-Schule. Leute, die hier aus Lehr kommen, wissen, hey, da wird Basketball gespielt ab und zu auch. Und da kann man im Sommer dann mal ab und zu ein bisschen ballen. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Ja, hier an der Ecke Pestalozzi-Straße, Moltke-Straße kommt man dann zum Restaurant Mamma Mia. Ein alteingesessenes Restaurant hier in Bremerhaven, Italiener, macht sehr gute Pizza und auch das ein oder andere Steak kann man hier gut essen. Also gerne mal vorbeischauen hier. Das ist hier an der Moltke-Straße am Anfang. Ja, die Moltke-Straße ist in den vergangenen Jahren auch, vom Goethe-Quartier so ein bisschen ja auch eine Baustelle gewesen, denn wir haben hier ganz viele verfallene Häuser. Ich zeig das mal, die werden im Moment gerade alle renoviert und restauriert. Kommen überall neue Fenster rein. Ja, erfolgt eine Kernsanierung. Tut auch Not, auf jeden Fall bei diesen ganzen kaputten Gebäuden hier. Hier steht auch noch ein Gerüst. Dieses Gebäude, das war jahrelang hier, das Graue, das war jahrelang leer und ist jetzt mittlerweile wieder bewohnt, wurde vernünftig fertig gemacht, neue Fenster rein, Kernsanierung und so weiter und so fort. Also in Lehr tut sich was. Da vorne bei den braunen Gebäuden hat der gute Mighty Mo, ein Battle Rapper, seinen Videoclip Fliegenschiss damals, das war eine Battle Runde, aufgenommen. Und ja, da sieht man noch ein bisschen, wie verfallen die Gebäude sind. Auch da wird gerade Kern saniert, neue Fenster rein und so weiter. Beschmiert mit Graffitis und ähnlichem. Und da wird jetzt gerade Kern saniert. Genauso im Gebäude nebenan. Und das Gebäude da nebenan. Also der ganze Block wurde hier saniert. So ab 1. Etage ist das Ganze dann auch schon vernünftig gemacht. Ja, ich bin gespannt, wann hier Leute einziehen. Wird sich zeigen. Hier genau gegenüber von diesem Block haben wir das Rock Center. Ebenfalls eine gute Adresse für Musiker, also speziell Rockmusiker.
Bremerhaven mal spielen möchte, ist der Kevin Rieke der Ansprechpartner. Und auch auf der Internetseite, ja, kann man da Kontakt aufnehmen. Hier ist eine 150er Location, wurde von innen auch nochmal neu gemacht, der Saal. Und da kann man jetzt auch nach oben gehen. Hier sind auch zahlreiche Proberäume. Und was es hier jetzt neu gibt, ist, dass man hier bouldern kann, also klettern. Hier gibt es eine Boulderhalle, hier vorne, da wo das Rolltor ist. Ist im Moment geschlossen, aber wir schauen hier später mal rein und gucken, wie die Boulderhalle dann von innen aussieht. Ja, hier sind wir in der Boulderhalle. Da kann man dann sein Glück versuchen und dann die Wände hier erklimmen bis an die Decke, wenn man denn so gut ist. Ja, die Leute findet ihr hier unter Bremerhaven Boulder Club. Und die haben auch eine Seite, das ist der Boulder Club Bremerhaven. Ich blende das hier gleich nochmal ein, dass ihr das lesen könnt. Vielleicht habe ich das jetzt gerade falsch gesagt. Und ja, hier sind viele Boulderer unterwegs. Viele kletterbegeisterte Menschen. Und kommt gerne vorbei und versucht euer Glück, die Wände hier hochzukommen. Ja, wenn man die Moltkestraße dann ein Stückchen weiter hoch geht, dann kommt man zur Kreuzung Kistnerstraße. Dieses Gebäude hier, das Orange da, wurde vor einiger Zeit auch ein bisschen renoviert. Der Kiosk da unten sollte jedem bekannt sein, mittlerweile andere Besitzer. Gibt leider auch nicht mehr so viel Auswahl da drin. Ja, weil hier drumherum natürlich viele Discounter entstanden sind. In der Hafenstraße wird auch ein neuer Edeka-Markt gebaut, da wo das Kistner-Gelände mal war. Und ja, wenn man hier da vorne mal ein bisschen weiter schaut, die ganzen Gebäude hier sind alle auch verfallen und ja, werden jetzt auch restauriert, renoviert, kernsaniert. Hier geschieht einiges. Wenn man dann die Kistner-Straße in diese Richtung läuft, hier an der Ecke war mal ein Plus. Mittlerweile, ja, steht das auch leer. Schon seit mehreren Jahren gibt es keinen neuen Mieter. Dann kommen wir gleich zum alten Zolli. Der alte Zolli wurde zu einem Park umgewandelt. Und ja, dann gehen wir doch mal ganz kurz durch. Schauen uns das mal an. Immer alles gute Ideen, Ansätze, aber irgendwie wird es nicht ganz bis zum Ende durchgeführt. Hier sollte ein kleiner Garten entstehen, wo die Anwohner sich dann Kräuter anbauen können und so weiter und so fort. Sieht natürlich jetzt ein bisschen erbärmlich aus im Winter, aber ja, mal sehen, ob das tatsächlich auch irgendwie ja, mal ein bisschen genutzt wird hier von den Anwohnern. Die Spielstätte des FC Bremerhaven. Ja, mittlerweile ist es jetzt ein kleiner Park. Wird eher als Hundewiese genutzt als Park. Und ja, eigentlich hier auf dem Rasen würde ich nicht unbedingt spielen oder ähnliches als Kind. Man tritt dann schon irgendwie in eine Straßenbombe. Das alte Sportgebäude, das alte Vereinsgebäude sollte eigentlich ja, hier dienen, um Veranstaltungen durchzuführen. Bislang fanden hier irgendwie noch nicht so viele Veranstaltungen statt, obwohl es eigentlich ja, ein schöner Platz ist, um Veranstaltungen durchzuführen und um auch irgendwie die Nachbarschaft mit zu integrieren. Mal sehen, was Bremerhaven da ja, demnächst
draus macht, oder besser gesagt die Leer Anwohner. Ja, hier sind wir jetzt Anfang Heinrichstraße. Hier ist so ein bisschen ja, ein ähnliches Bild wie in ganz Lehe irgendwie. Viele Gebäude, die nicht so schön sind und ja, renoviert werden müssen. Da vorne wurde zum Beispiel ein ganzes Haus abgerissen, weil es ja überhaupt nicht mehr bewohnbar war. Und da wird jetzt gerade ein neues gebaut. Wir gehen da gleich mal vorbei. Schauen noch mal gleich in die Körnerstraße ein kleines Stück rein. Ja, die Körnerstraße ist ähnlich wie die Molkestraße. Eine große Baustelle, hier sind viele Gebäude, die einfach ja, voll heruntergekommen sind. Und leider wurde da auch eine ganze Zeit lang nicht sehr viel gemacht. Weil die ganzen Eigentümer dann irgendwo in Berlin wohnen und so und sich um die Immobilien nicht gekümmert haben. Aber die Stadt hat da jetzt ein P vorgemacht. Dieses Gebäude da wurde komplett neu renoviert, war eigentlich voll das Abbruchgebäude. Gebäude, vor dem ich gerade stehe hier, habe ich auch mal ein Video vorgedreht, der Bad News Brown ebenso. Ja, komplett leer und einfach voll zerstört im Grunde genommen. Vernagelte Fenster, nicht so schön. Nebenan sieht man, es ist auch ein super Gebäude eigentlich, dass es gerade renoviert wird und hier auch neue Fenster reinkommen und wahrscheinlich kernsaniert. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da geschieht und wie es dann am Ende aussieht. Genau, so hier an der Ecke, da sieht man die Leute auch schon am Arbeiten. Die dann versuchen, die Gebäude hier nochmal zu retten. Ja, wir sind hier in der Adolfstraße und jetzt an der Ecke Gödelstraße. Und hier an der Ecke in dem grünen Gebäude, da ist der Rückenwind. Da Kinder dann, ja, wenn es zu Hause nicht so dolle ist, auf jeden Fall nochmal einen Happen zu essen bekommen, kriegen da auch ein bisschen Betreuung und Hilfe für die Schule. Coole Einrichtung, ein richtig guter Verein, also für Kinder in Lehe. Nachmittags ist es hier immer gut gefüllt und die machen hier auch ordentlich was mit den Kindern. Geile Sache. Besteht auch schon länger der Verein und ja, wird auch ganz gut gefördert. Hier gegenüber, schräg gegenüber, hatten wir mal Cordis. Mittlerweile ist das ein NP-Markt. Ja, eigentlich dieselben Mitarbeiter und auch fast dasselbe Sortiment und ja, so oder so das gleiche Klientel, was hier sonst eingekauft hat.
Also, das ist unser kleiner MP-Markt hier. Ja, nebenan ist ein kleines Café entstanden. Shisha-Bars sind eine Zeit lang hier in Bremerhaven ja, so wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Und ja, hier haben wir ein Café. Es ist, ich weiß gar nicht, wie die Öffnungszeiten sind. Ist auf jeden Fall geöffnet für Shisha und so. Und nebenan, dieses Gebäude war auch lange nicht besetzt, ist mittlerweile die Quartiersmeisterei Lehe. Hier kann man sich dann halt Infos holen über Jobs und sowas nochmal. Ist Teil der AFZ. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon hier in der Heinrichstraße. Hier in der Heinrichstraße sind auch ja, ziemlich viele Gebäude, die nicht so cool sind und auch Restaurierungen brauchen. Ja, sieht man dann auf der anderen Seite der Heinrichstraße ganz stark, wie heftig hier gebaut werden muss und auch gerade gebaut wird. Wie gesagt, dieses Gebäude da vorne ja, wurde einfach stumpf abgerissen, weil ja, wahrscheinlich verschimmelt und vergammelt. Das Lustige ist nur, alle Häuser, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut sehen kann, sind im Grunde genommen schief und jetzt wird hier ein gerades Gebäude so mitten reingebaut. Ich weiß nicht, ob das so cool im Gesamtbild aussieht nachher, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese alten Immobilien hier auch wegkommen und ja, neuer Wohnraum geschaffen wird. Ja, das Goetheviertel ist allgemein eine große Baustelle. Wie gesagt, viele Immobilien, die einfach runtergekommen sind und wo man auch nicht mehr viel machen kann. Da gab es dann die Goethe-Initiative und da ist dann das Projekt Goethe 45 entstanden. Das ist in diesem Haus hier, man sieht, hier sind schon künstlerische Gebilde vor der Tür. Und das ist eine Galerie, wo Künstler dann ihre Kunst ausstellen können. Und das geschieht auch. Das ganze Gebäude ist umgestaltet worden, renoviert worden. Da wohnen mittlerweile mehrere WGs drin. Was heißt WGs? Mehrere Künstler, die sich hier künstlerisch aktiv betätigen. Das sieht man hier in diesem Eck, an diesem Eck ganz besonders gut. Hier gegenüber beispielsweise die beiden Gebäude, das Gelbe und das Weiße, waren total runtergekommen. Und ja, eigentlich hat da auch keiner mehr drin gewohnt. Wurde alles renoviert, saniert und so weiter und so fort. Dass mittlerweile da auch wieder Leute drin wohnen können. Hier im Goethe-Camp, das ist das weiße Gebäude, sollen auch mehrere Projekte demnächst stattfinden für kreativ schaffende Leute. Ja, die gute Anne Schmeckis hat hier ganz viel Initiative ergriffen und beispielsweise Graffiti-Künstler engagiert und mit ihnen zusammen dann ja, runtergekommene Häuserwände neu gestaltet und da dann ja eigentlich Kunst dran gemacht. Das haben wir hier an mehreren Ecken. Können wir gleich nochmal weiter schauen. Und einfach mal hier um die Ecke. Ja, die kleine Hexe gibt es immer noch, obwohl das ganze Gebäude komplett leer steht. Wird wahrscheinlich auch bald mal saniert. Und ja, hier gibt es auch ein kleines Kneipensterben in Bremerhaven. Das
genauso mit den Live-Locations für Musiker. Hier gibt es leider nicht so viele Live-Locations, dass man hier vernünftige Veranstaltungen machen kann. Hier haben wir den alten Schulhof der Deichschule. Die Deichschule wurde abgerissen. Vor 8 Jahren habe ich das hier schon mal gezeigt. Hat sich einiges geändert und auch ein bisschen was getan hier. Hier war mal ein grünes Gebäude, auch total runtergekommen, wurde dann auch abgerissen. Und ja, hier wurde dann ein kreativer Raum für Künstler geschaffen. Wie man sieht, haben wir hier viele Graffitis. Vor allen Dingen auch viele coole Künstler, die hier aus der ganzen Welt irgendwie mal vorbeigekommen sind. Gemalt haben. Das Gesicht war einst mal das Gesicht von Bo Mitchell, wurde jetzt von einem anderen Graffiti-Künstler übergemalt und ja, ich weiß nicht, wer das sein soll. Das ist irgendwie ein Indianer, aber sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall besser aus als irgendwelche Müllhalden. Ja, das, die Gebäudereihe, auf die wir jetzt zukommen, die war auch total zugenagelt und ja, überhaupt nicht mehr bewohnbar. Hier ebenso. Die Eigentümer haben neue Fassadenfarbe dran geklatscht, neue Fenster und es wird gerade kernsaniert. Genauso das Gebäude nebenan. Und da nebenan war mal ein Gebäude, was dann auch abgerissen wurde. Ja, genauso dort, da haben die Jungs von iForce einfach ein bisschen Kunst an die Wand gebracht, um das triste graue Bild von Bremerhaven ein bisschen zu entfernen. So, gute Kunst. Das ist dann eine Kooperation mit einem anderen Künstler gelaufen, der diese Wand hier gestaltet hat. Und auf jeden Fall ziemlich viele abgefahrene Bilder. Ja, vor 8 Jahren war hier nicht so viel Farbe an der Wand und die Häuser waren auch echt sehr, sehr runtergekommen. Also man sieht, es hat sich einiges getan und Bremerhaven wird langsam wieder schöner. Sagen wir Bremerhaven leer. Hier um die Ecke habe ich vor 8 Jahren auch lang gelaufen. Ist leider immer noch so, dass die Gebäude dort ja teilweise vernagelt sind und nicht bewohnt. Beispielsweise das weiße Gebäude. Man sieht da, dass da ja nicht mehr viele Menschen drin wohnen. Das blaue Gebäude ebenso. Das wurde eine Zeit lang, also 2018, war hier eine Kunstgalerie drin. Und da hat der gute Irie einige Bilder in den Wohnungen dann verewigt. Ja, da war dann eine coole Session. Das neu gestaltete Lehetreff. Das Lehetreff konnte man in der Reportage vor 8 Jahren nicht so gut erkennen. Deshalb gehe ich jetzt mal eben ein bisschen näher hier. Es wurde alles neu gestaltet für mehrere Millionen. Und ja, wird oder ist jetzt wieder eröffnet worden. Hier haben wir dann den neuen Eingang oder eine Möglichkeit reinzugehen. Und ja, leider finden da im Moment noch keine Veranstaltungen statt, weil eine Treppe für die Bühne fehlt. Ja, das ist der Grund und deshalb ist hier seit längerer Zeit auch keine Veranstaltung oder sonstiges, weil die Technik nicht genutzt wird.
genutzt werden kann. Sehr schade. Ich hoffe, dass die Stadt da demnächst mal was tut, damit dort auch Veranstaltungen durchgeführt werden können und die Kiddies nicht nur nachmittags für ein paar Workshops oder sowas hier ins Lehrtreff kommen, sondern auch abends und nicht irgendwie auf der Straße rumhängen. Wir gehen mal andersrum und schauen uns das Ganze mal von vorne an. Ja, das ist das Lehrtreff hier von vorne jetzt. Ja, das Dumme daran war, als das Lehrtreff umgebaut wurde, haben die Jugendbetreuer da hinten am Ende der Straße, also im Grunde genommen beim Fußballplatz von Sparta, haben die ein paar Container hingestellt bekommen. Aber keiner wusste, dass die dort sind. Von daher waren die ganzen Kids irgendwie ahnungslos und ja, haben dann Scheiße auf der Straße gebaut. Da bin ich vor 8 Jahren auch lang gelaufen. Da hat man dann gesehen, dass Gebäude abgerissen wurden und Platz für neue geschaffen wurde. Schauen wir mal, was da geschehen ist. Hier an der Ecke wurde gerade ein Gebäude abgerissen vor 8 Jahren. Ist jetzt einfach nur ein leerstehender Platz. Der wie so viele Ecken hier in Bremerhaven für Kunst genutzt wurde. Da wurde dann die beste Kunst vom Dozer rangebracht. Schräg gegenüber. Das ist jetzt ein Kindergarten, hier die Schule. Und der andere Teil ist Teil der AFZ. Also die AFZ hat ihren Sitz drin. Das Gebäude hier an der Ecke, ja, das gab es noch nicht. Da war provisorisch vor 8 Jahren einfach nur eine Wand hingestellt worden. Und steht mittlerweile, schönes neues Gebäude, auch bewohnt. Ja, wie gesagt, dieses Gebäude hier an der Seite, das ist die Theo. Und ja, hier findet man dann die AFZ drin. Ein ganz kleines Stückchen weiter ist das Storm Sylben, wo ja derzeit mehrere Partys veranstaltet werden und kleinere Konzertveranstaltungen. Das ist ein sehr schöner Saal auf jeden Fall. Ja, ein Beispiel dafür, dass man hier in Bremerhaven auch tatsächlich noch was machen kann. Hier finden 90er-Partys, Ü30-Partys jetzt statt. Kann man leider nicht sehr viel drin sehen. Ja, wir schauen mal weiter. Ja, wir sind hier jetzt an der Kreuzung Fritz-Reuter-Straße, Frensenstraße. Dort kommt man zur Hafenstraße. Und ja, hier sieht man, wie an vielen Stellen in Lehe einfach mal eben Baustelle und eine Riesenlücke klafft da auf. Da wurde auch vor kurzem ein ganzes Gebäude planiert, war nicht mehr zu retten. In der Straße befindet sich auch der Siemens Club, ich weiß gar nicht, ob der noch auf ist. Und eigentlich ist die halbe Straße, alle Gebäude, die dort stehen, ist baufällig und muss halt restauriert werden, kernsaniert und was nicht alles. Wir gehen mal die Frensenstraße ein Stückchen hoch.
Ja, hier an der Ecke gibt es dann jetzt auch einen Gemeinschaftsgarten, heißt Dornröschen. Und auch ebenso hier am Gebäude wurde dann Kunst verewigt, um das triste Stadtbild ein bisschen aufzuwerten. Das Ganze wurde von Buschi gemacht. Und ja, auch hier ist so ein kleiner Gemeinschaftsgarten, wo die Anwohner dann Kräuter und ähnliches anbauen können. Direkt dahinter befindet sich dann die Moschee. Da können dann unsere muslimischen Mitbürger ihren Glauben feiern. Ja, hier an der Ecke, man sieht Baustelle. Das wurde nicht planiert, sondern das war mal ein Kindergarten, der abgebrannt ist vor circa einem halben Jahr. Und ja, die ganzen Kinder, die hier waren, sind in anderen Kindergärten untergebracht worden. Ja. Ecke Potsdamer Rickmerstraße. Hier haben wir eine alte Institution, World of Sex. Und da vorne unser Rotlichtmilieu. Wir gehen einfach mal die Rickmerstraße ein kleines Stück runter. Ja, hier haben wir Lorenzen, alteingesessener Bremerhavener ja, Spirituosenverkäufer. Hier kann man guten Wein bekommen, guten Whisky, Cognac und so weiter. Hier die Straße runter und dann die da beim gelben Auto, da ist der Siemens Club. Wie gesagt,
keine Ahnung, ob er noch auf ist. Ansonsten sind die Öffnungszeiten, glaube ich, wie eh und je. Und dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hier auf der anderen Seite haben wir unser altes Kino, das Aladdin. Ja, mittlerweile immer noch geschlossen. Keine Ahnung, ob da je irgendwas mit geschieht. Auf jeden Fall ja, war mal angedacht, dass dort eine Live-Location entstehen soll für Musiker oder andere Künstler. Ja, es gammelt so vor sich hin, das Gebäude. Und mal sehen, ob da was geschieht. Ja, Kim's Karaoke-Bar. Immer noch da. Also wenn die Party vorbei ist hier in Bremerhaven, dann geht da noch mal hin und machen noch mal ein bisschen Karaoke und feiert das Ende der Party. Hier an der Ecke haben wir Döner International, bester Döner hier. Hier gibt es mehrere Dönerläden direkt geballt. Man muss eigentlich nur 30 Meter weiter gehen, dann kommt man hier zum nächsten Dönerladen. Da sind häufig wechselnde Besitzer, von daher ich weiß nicht, wie es hier schmeckt. Bin bis dato noch nicht hier drin gewesen, sieht aber ganz lecker aus. Dann haben wir da vorne wieder einen Dönerladen. So zieht sich das dann hier fort. Hier an der Ecke, wo Teddy ist, war früher auch mal Kick. Das war größer. Kick ist in ein kleineres Geschäft gezogen um die Ecke. Und hier beim Gebäude, da war auch mal ein Kino, wurde abgerissen und ist mittlerweile der Durchgang zum Stadtpark Lehe. Und ja. Schön oder nicht, muss man selber wissen. Ja, nicht nur das Kino ist gewichen, auch der Chinese, der hier unten mal drin ist, ist mittlerweile ein deutsch-syrischer Freundschaftsverein. Willis Grill. Hier kann man immer noch sein Chicken und seine Currywurst bekommen. Oh, und dann sind wir hier auf der Hafenstraße. Auf der Hafenstraße hat sich nicht sehr viel verändert. Vor 8 Jahren bin ich hier in den Edeka-Markt reingegangen. Denn hier auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes, das grenzt so direkt am Rotlichtviertel von Bremerhaven, die Lessingstraße, da treiben sich vermehrt auch die Leute rum, ja, ich sag mal, die ihren letzten Cent einfach für Drogen, Alkohol, alles mögliche ausgeben. Wir gehen einfach mal durch den Laden hier. Vielleicht treffen wir den Kollegen, den wir mal vor 8 Jahren hier getroffen haben. Leider nicht, aber wir gehen einfach mal durch und schauen mal, was hinten da auf dem Parkplatz los ist. Ich bin jetzt mittags unterwegs, von daher weiß ich nicht, was da abgeht. Lass mal durch. Aber wie eh und je sieht man hier den großen Treff. Hier ist es immer noch so, dass hier vermehrt sich die Junkies rumtreiben und die Alkis und so weiter und so fort. Ja, arme Jungs und Mädels, die dem auch sein. Man kann dann hier in unser Rotlichtviertel weitergehen.
Ja, hier in der Hafenstraße ist es auch so, dass viele Läden geschlossen haben und dann ja, kleinere Märkte entstanden sind. Auf der anderen Seite der Hafenstraße, da gehen wir nachher auch noch mal eben vorbei. Ja, das ist so, dass ja, ganz viele Läden geschlossen haben und im Grunde genommen alle 50 Meter ein türkischer Einkaufsmarkt zu finden ist. Das ist natürlich kulturell, macht es das Ganze bunt, aber wenn dort der Edeka-Markt aufmacht, dann wird es für die auch ziemlich schwer werden, denke ich. Aber das wird sich dann zeigen. Hier ebenso war mal eine Spielothek zu. Ja, An- und Verkaufsläden halten sich auch über Wasser, weil es gibt immer jemanden, der irgendwie was verkaufen muss. Ja, da vorne haben wir dann den Pennymarkt. Und nebenan hat Chili Willy immer noch seinen Laden. Sehr gute Sache, dass er es so lange schafft zu überleben. Weil ja, in dem Business ist es natürlich auch hart. Also wenn ihr mal hier seid, da kriegt ihr auf jeden Fall richtig schöne American Hot Dogs. Ja, da haben mehrere Leute ihren Hotdog kreiert, unter anderem ich. Da kann man dann den Bobby Glee Butcher Super Dog bekommen. Und Moe's Monster Burger und ja, so einige Leckereien. Hier an der Ecke haben wir das Ganze. Gerade noch geschlossen. Und ja, da gibt es dann Leckereien. Lohnt sich auf jeden Fall hier mal herzukommen auf einen Snack. Von daher macht das. So, ja, jetzt gehen wir mal in die Richtung der Hafenstraße. Wenn er nicht aus Bremerhaven kommt. Ja, hier ist einiges geschehen mit den Geldern des Urban 2 Projekts. Wurde beispielsweise, da vorne ist die Sparkasse, daneben der Platz komplett saniert. Und auch die Schule. Und ja, hier war mal ein Bäcker. Ist mittlerweile ein Gold- und Silberankauf und für Handys und so weiter und so fort. Und daneben, wie häufig, halt ein Tippladen. Alte Institution Mai Fun Lu immer noch am Start. Bester Chinese hier auf der Hafenstraße. Ja, und ab hier, sag ich mal, geht's dann los, wo dann ganz viele Läden gestorben sind, zugemacht wurden und Einwanderer oder sagen wir Menschen mit Migrationshintergrund dann ihre Chance gesucht haben und dann Läden geöffnet haben. Ist auch ganz gut, weil ansonsten wären diese ganzen Läden einfach stumpf zu. Hier ist ebenso French Connection, Baguette-Laden. Da vorne war oder ist immer noch die Hamburger Farm. Die Hamburger Farm hat auch mittlerweile neue Besitzer und auch ein bisschen neues Layout und neue Karte. Von daher, ja, schaut da gerne mal vorbei. Hier ist eine türkische Bäckerei entstanden. Hier kriegt man sehr geilen Börek auf jeden Fall. Unsere Sparkasse wurde auch renoviert. Man sieht, da sind so Bauzäune. Denn es ist so, hier in Lehe abends kommen halt auch die ganzen Junkies raus und was auch immer. Und übernachten da dann drin und ja, haben da dann teilweise randaliert. Deshalb ist ab 23 Uhr diese Bank nicht mehr begehbar und man kann hier kein Geld mehr holen. Ja, schade eigentlich. Wie gesagt, hier Hamburger Farm mit neuem Layout und neuen Besitzern. Die Jungs machen ihre Sache gut. Und hier haben wir dann den Safi Frischmarkt. Das ist
der erste türkische Einkaufsmarkt, der so jetzt hier auf den Metern kommt. Hier bekommt man sehr viele frische Waren, auf jeden Fall auch muslimisch geschlachtetes Fleisch, Lamm und sowas. Sehr guter Markt, auf jeden Fall. Und ja, so geht es dann weiter. Alle 50 Meter im Grunde genommen taucht hier so ein Markt auf, oder sagen wir alle 100 Meter. Ja, hier haben wir dann den Ankara-Markt. Wir sind wie gesagt 100, 200 Meter weiter gelaufen und haben dann hier die Möglichkeit wieder Gemüse und sowas zu kaufen. Wie gesagt, es wird glaube ich ziemlich schwer für die ganzen Läden hier, wenn der Edeka-Markt gebaut ist. Aber wird sich dann zeigen. Hier haben wir dann einen syrischen Bäcker. Das ist Bistro. Lecker. Kann man auf jeden Fall gutes Hähnchen essen. Ja, im Grunde genommen 50 Meter weiter haben wir dann gleich schon den nächsten Einkaufsmarkt. Marashli, falls ihr den sucht, der ist jetzt dort im gelben Gebäude. Mit schönem Lava-Grill und sowas. Sehr lecker dort immer noch. Ja, wie gesagt, Marashli ist hier gegenüber. Und dann haben wir hier auch schon den nächsten Einkaufsmarkt, in dem man Shishas und so weiter bekommt. Ja. Dann hier gegenüber haben wir eine Wäscherei, einen Waschsalon. Und da vorne, wo man den Kran sieht, da war mal das Kistner-Gelände und das wurde alles planiert und da entsteht jetzt ein Edeka-Markt. Gehen wir noch vorbei hier. Hier haben wir den Schnäppchenmarkt. Das Geschäft stand auch eine ganze Zeit lang leer. Wurde dann von den türkischen Bürgern übernommen. Hier ist nochmal ein Friseur drin. Das ist mittlerweile ein Kleidungsladen. Schafster. Ja, hier haben wir das alte Kistner-Gelände. Wie man sieht, Großbaustelle. Da hinten sieht man noch die alte Halle und den restaurierten Schornstein. Und das Café David. Café David war vor längerer Zeit noch inmitten von Lehe. Mittlerweile hier auf der Hafenstadt finden. Gut besuchter Laden. Drinks und so schmecken auch. Alles gut. Und 50 bis 100 Meter weiter haben wir dann wieder einen türkischen Markt, der hier entsteht.
Das war mal eine Videothek hier. Und ja, wie so viele Zimmer haben wir geschlossen. Da entsteht jetzt ein Frischwarenmarkt. Ja, der Laden hier neben dem Rustica ist die Kitchen Mafia. Ich ehrlich gesagt noch nicht bestellt, aber ja, kann man sicherlich mal machen. Nebenan stand auch eine ganze Zeit lang leer eine Shisha-Bar. Und da vorne, wo wir die roten Stühle sehen, da ist eine portugiesische Bäckerei. Es war mal eine Kneipe und jetzt ist es eine portugiesische Bäckerei, die einfach super boomt. Hier kriegt man sehr leckere portugiesische Spezialitäten und ja, lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzugehen und sich da mal ein Küchlein oder ähnliches aufzuholen. Sehr lecker. Ja, hier sind wir dann auch schon wieder bei Kuddels Musikkneipe angekommen und beenden hiermit dann auch die Reportage 8 Jahre später. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Kommentiert es gerne, postet es gerne und gebt mir Feedback. Bis dann.